Jetzt hat der Tommy ein Fahrrad gekauft, eigentlich ein Rad. Kauft und zwar für 20 Euro. Und zwar dieses hier. Darf ich auch mal kurz angucken? War nicht kurz, durfte gucken, ganz kurz. So, abababa. So, genug geglotzt. Jetzt geht's los. Eins gekauft und eins geschenkt, so geht das hier immer. Das ist unglaublich. Und Kekse habe ich bekommen. Yeah. Sind fast schon alle. Und was zu trinken habe ich geschenkt bekommen. Ja, Tommy wird versorgt hier. Also wie gesagt, hier Kuh für 20 Euro und muss jetzt gängig gemacht werden, gangbar gemacht werden. Wir brauchen ein Ventil. Ja, okay, das Lager ist also zu fest, hier dreht sich nichts mehr. Das sollte man mal überprüfen. Naja. Gut. Aber wir haben also einen Lagerspezialisten, der schaut sich das jetzt mal an. Komm. So, ich reiche das jetzt mal rüber hier, ja. Bitteschön. Ja, schaust du das mal an und machst das mal fertig. Und dann schauen wir schon, ja. Okay, danke. Schau ich mir an, ist kein Problem, mache ich fertig. Gut. So, ich habe hier gerade ein Rad drin gereicht bekommen. Bin jetzt hier Nummer 2, der zweite Mitarbeiter hier. Wir sind ja Zwillinge. Und tragen die gleichen Klamotten mit dem gleichen Fleck hier dran. Auch. Und ich werde mir jetzt das mal anschauen, hat mir der Tommy da gegeben. Schauen wir mal, also hier, Lara, was ist denn damit los? Er meinte, dreht sie nicht. Dreht sie nicht. Recht. Hallo, ist nicht da? Okay. Ja, da ist er. Ich habe eine Frage, und zwar gibt es die Möglichkeit, dass ich mein Fahrrad aufpumpen könnte? Ja, oben ist eine Pumpe. Oben? Ja, hast du nicht gesehen, bist vorbeigelaufen, ist er vorbeigelaufen. Nee, das ist pro Kalendertag. Ne? Also wenn du es heute nimmst, müsste es morgen früh 10 Uhr spätestens wieder da sein. Sind es der erste Tag 8 Euro und jeder weitere Tag dann 7. Und sind eigentlich auch immer welche verfügbar oder welche mit morgen dann kommen? Manchmal sind auch keine da, aber morgens, wenn du morgen, ja, wenn du immer morgens kommst, dann ist es eigentlich. Okay, cool. Ja. Gut, weiß ich Bescheid. Bitte, danke. Bis dann.
Quatsch, ja. Na gut, wenn es zerquetscht wird, wird es zerquetscht. Aha. Zu retten. Wie hat er das gemacht? Geht nicht, gibt's nicht. Das ist ja auch mein Motto. Also wird das kompliziert auseinandergeschraubt. Also so ein Blödsinn. Wieso denn das? Machen wir einen riesen Aufriss hier für die tolle Ding. Aber so ist das manchmal. Mit Kleinigkeiten. Das ist echt zu weich. Mm-hmm.
Ja. Bitte. Ich bin gerade sehr konzentriert. Das darf jetzt sein. Sagt er nicht. Redet nicht mit ihm. So, das war die Konteraktion. Furchtbar. Jetzt, ist ja eine Frechheit. Will er etwa in der Mitte essen? Ja, ich habe jetzt 5 Kilo Huhn geholt. 5 Kilo, 4 Kilo. Ich habe keine Ahnung, keine Relation. Deine Kinder oder deine Frau. Oder, obwohl es so ganz schön spät für die Kinder war. Also ich denke mal 19 Uhr bis dann bräut bestimmt. Naja, ich dachte, wenn was da ist, kriegen wir was ab. Ja, was ist denn hier mit dem Carsten oder dem Angie? Was ist mit denen? Vermute ich nicht. Was ist denn mit denen? Ich hole jetzt einfach alles im Backofen, werde vorher pürieren. Oder püriere liegt jetzt hinterher. Ah, ich püriere das hinterher. Ich weiß ja nicht, was du machst. Na gut, Huhn mit Kartoffeln. Ich weiß ja nicht, ob man das pürieren muss. Ist das eine Frage oder redest du mit dir selbst? Nee, das ist ja nicht so sperrig für den Transport. Also kann man das halt in eine Tüte packen und so rausquetschen. Trägt in den Maul rein, so. Rosmarin brauche ich. Gibt es hier Rosmarin irgendwo? Rosemarie. Beim Türken bestimmt, wa? Ich habe keine Ahnung, Dennis. Ich war hier noch, ich glaube, also vielleicht in der Zeit, in der ich hier wohne, 10-mal einkaufen. Vielleicht. Ja, das ist schon viel, ne? Vielleicht noch nicht mal das. Nein. Deine Tochter kommt. Ja, ich sehe. Aber ich habe Hunger. Plus meine Brotbox ist leer. Ja. Sehr schön. Das ist gut, weißt du? Das heißt, du hast aufgegessen. Was? Ja. Sein Reifen ist gerade kaputt gegangen. Das ist schlecht. Naja, bei der Wärme kann das schon mal passieren bei alten Reifen. Kannst du bestimmt machen, ja. Aber erstmal muss es verhindert sein. Oder erstmal muss ich es reparieren. Und es kann auch mal verhindert sein. Oder das ist ja noch aufwendiger, als ich dachte hier mit dem Rad. Ich sage, es ist aufwendiger, als ich dachte mit dem Rad. Ich habe gedacht, hier muss man nicht so viel reparieren, aber. Viel ist es nicht, aber. Ich sage es nur, sonst fallen die mich alle Butter drauf. Kannst du mir helfen? Papa, ich helfen. Ich weiß ja gar nicht, was ich machen muss. Ich weiß ja selber nicht, was ich tue. Dass ich das machen kann. Jetzt warte noch mal, ich muss erst mal sehen, ob es passt. Du musst den 15er Schlüssel holen, der Schlüssel, wo eine 15 draufsteht. 1,5? 1,5, ich hoffe, er liegt schon wieder da. Ja, das ist so ganz fein entfernt. Diese Schlüssel? Ja. Diese Schlüssel? Andere Richtung. Warte mal, ich muss mal gegenhalten. Diese Richtung? Ja.
Mehr krieg ich nicht. Und ich bin dabei. Sag mal, bist du jetzt? Hallo. Hallo. Mama. Muss er nicht, wenn er irgendwo hin ist, dann gemacht das jetzt. Was sagst du? Oder soll ich dir was unterwegs besorgen? Ja. Ist doch viel schöner jetzt, unterwegs zu sein. Ja, Luna, Mick hat die ganze Zeit zu wenig laufen, aber sie will mitkommen. Ich habe Lust, dass sie mir unterwegs ist und die ganze Zeit jammert. Luna, was ist jetzt los? Ich muss das wissen. Ja, Brotkopf, was heißt das? Kommst du mit? Oder wärst du das mal? Mama, wo denn mit? Ja, aber ich will nicht, dass du die ganze Zeit jammerst. Läufst du? Guck mal, wie deine Hose aussieht. Kann ich mitkommen? Es geht nicht um Farbe, sondern um Qualität, ne? Nicht vergessen. Wir kaufen einen, der funktioniert. Aber der auch schön aussieht, natürlich. Ich will auch, Mama, mal ich's.